Ich bin Nadine. Ich bin die Tochter eines arabischen Vaters und einer deutschen Mutter. Und ich habe den israelischen Pass auch und den deutschen Pass. Und ich bin Mitgründerin von Palestinians and Jews for Peace. Und ich werde jetzt meine Rede halten. Jetzt bin ich total aufgeregt. An meine deutschen Friends. Viele von meinen deutschen Friends und Bekannten haben mir in den letzten Wochen oft gesagt, dass sie sich überfordert fühlen, nicht wissen, wie sie sich wie sie mich unterstützen können oder wie sie sich positionieren sollen, weil sie das Gefühl haben, dass sie nicht genug über den Krieg oder die Situation wissen. Nicht wissen, ob und was sie sagen können und aus dieser Überforderung heraus einfach gar nichts sagen. Ich kann das total nachvollziehen, dass diese Überforderung da ist. Ich habe die selber auch. Man muss aber kein besonderes professionelles Wissen über den Nahostkonflikt oder den Krieg haben, um sich für Menschlichkeit einzusetzen und eine humanistische Perspektive einzunehmen. Es ist nicht zu viel verlangt, sich für einen humanistischen Blick einzusetzen, dass man sich nicht daran beteiligt, Menschen zu dehumanisieren, dass man versucht, ein Ende der Gewalt herbeizuführen und dass man den Schmerz aller Menschen anerkennt und dass ein gemeinsamer und friedlicher Weg das Einzige ist, was nachhaltigen Frieden bringen kann. Lasst euch nicht dazu hinreißen, einfach eine Seite zu wählen, die dann nicht mehr weiter hinterfragt und bedingungslos verteidigt wird. Fallt nicht auf diese Propaganda rein. Die palästinensische Freiheit und jüdische Sicherheit sind keine sich ausschließenden Positionen. Im Gegenteil. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. An meine palästinensischen Geschwister. Als erstes, ich spüre euren Schmerz. Ich fühle euren Verlust. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht genug gesehen und gehört werden, besonders in Deutschland. Ich weiß, es sind zu viele Unschuldige gestorben. Ich weiß, dass ihr euch und ich mich in Deutschland oft nicht mehr willkommen fühle. Als israelische Araberin und als Palästinenserin denke ich, dass wir dennoch anerkennen müssen, dass die Hamas eine katastrophale Führung für das palästinensische Volk und für die Aussichten auf Frieden, Freiheit und die Freiheit der PalästinenserInnen ist. In Gaza gibt es kaum Ressourcen für die palästinensische Zivilbevölkerung, sich ihrer eigenen Führung zu widersetzen. Gerade ist ein entscheidender Moment für uns als Palästinenserinnen in Israel, im Westjordanland und in der Diaspora, die Verantwortung zu übernehmen, diesen Moment zu nutzen und darüber nachzudenken, welche Art von Bewegung, welche Art von Widerstand und welche Art von Gerechtigkeit wir haben wollen. Und es ist definitiv nicht die Hamas. An meine jüdischen Friends. Ich sehe euren Schmerz, euer kollektives Trauma, eure Angst. Ich weiß, ihr habt eure Liebsten begraben. Ich weiß, ihr seid müde und habt keine Kraft mehr. Und dennoch bitte ich euch, euch nicht dazu hinreißen zu lassen, den leeren Lügen der israelischen Regierung zu glauben, alle arabischen Menschen als eure Feinde zu sehen und uns zu dehumanisieren. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber wir haben alle ein Recht auf ein friedliches Leben verdient. An meine israelische Regierung. In den letzten Jahren, in denen es nicht gelungen ist, die Sicherheit für jüdische und arabische BürgerInnen Israels zu verbessern, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass die israelische Regierung auf ein Abkommen mit der palästinensischen Vertretung drängen muss. Das Ziel muss sein, der Besatzung und Belagerung von Palästina ein Ende zu setzen, vor allem in Gaza. Das Leben in Gaza ist perspektivlos. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie die israelische Gesellschaft sich weigert, über die Situation in Gaza nachzudenken. Ich frage mich seit Jahren, warum immer noch so viele israelische, jüdische und so viele palästinensische Kinder sterben und dennoch keine diplomatischen Maßnahmen folgen. Wie jedes Land der Welt hat Israel das Recht, ja die Verantwortung, seine BürgerInnen zu schützen.
Aber die israelische Regierung hat kein Recht, ihre militärische Stärke zu nutzen, um sich zu rächen. Nun soll eine weitere Bodeninvasion das Problem ein für alle Mal lösen. Habt ihr denn nichts gelernt? Seit 2014 sind 9 Jahre und 5 Militäreinsätze vergangen und die gleichen Fehler werden immer wieder gemacht. Eine militärische Reaktion allein kann keine Sicherheit bringen. Wir führen einen Kampf gegen einseitige Perspektiven in unserer Gesellschaft, die Streit und Hass schüren. Als Palestinians and Jews for Peace versuchen wir, auf die Dringlichkeit eines Waffenstillstands und der Freilassung der Geiseln hinzuweisen, sowie auf das Erreichen einer zivilen politischen Einigung. Heutzutage wird es in Israel im besten Fall als naiv und im schlimmsten Fall als Verrat angesehen, sich solidarisch mit PalästinenserInnen oder Juden und Jüdinnen zu bekennen und an einer Vision von Frieden und einem gemeinsamen Leben festzuhalten, je nachdem, auf welcher Seite die Leute eben einen einordnen wollen. Das Massaker vom 7. Oktober löste bei den meisten israelischen BürgerInnen einen primitiven Wir-gegen-Sie-Instinkt aus, der wenig Raum für Komplexität lässt. Jahrelang habe ich um eine Stimme der Vernunft in der Regierung und in der Öffentlichkeit gebetet, die klar und unmissverständlich sagen würde, dass Auge um Auge nicht das politische Motto sein kann. Militärische Gewalt wird dieses Problem nicht lösen. Wir brauchen eine diplomatische, politische Lösung, die sowohl PalästinenserInnen als auch Israelis Hoffnung gibt. Die internationale Gemeinschaft muss uns dabei helfen, dies zu erreichen. Der erste Schritt besteht darin, einen Waffenstillstand und die Rückgabe der Geiseln zu fordern. Selbst bei einem Waffenstillstand müssen wir verstehen, dass das erst der Anfang eines langen Weges zu einem langfristigen Frieden ist. Beide auf diesem Land lebenden Nationen verdienen eine Zukunft, die mehr als nur gegenseitige Zerstörung beinhaltet. And last but not least an meine deutsche Regierung. Wie kann es sein, dass unser Bundeskanzler Herr Scholz gegen eine Waffenruhe ist? Ist es nicht die Aufgabe der deutschen Regierung, für die Sicherheit von allen Menschen in Deutschland zu sorgen, unabhängig von deren Religion, Nationalität und Kultur? Wie sicher fühlen sich denn hier Juden und Jüdinnen durch die aktuellen politischen Entscheidungen der deutschen Regierung? Wie sicher fühlen sich denn die muslimischen und arabischen Menschen hier im Land? Sie wollen nicht nur palästinensische Demos verbieten und somit den jungen Menschen einmal mehr zeigen, dass ihre Identität und ihr Schmerz hier in Deutschland weder gesehen noch gehört wird. Sie wollen die Haushaltskürzungen vornehmen, die man dringend für die Bildung eben jener Menschen benötigen würde. Wie sollen die Kinder denn etwas zu Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus lernen, wenn es kein Geld für Bildung gibt? Und während wir die Probleme bei den MigrantInnen suchen, erzielt die AfD in Hessen und Bayern ungeahnte Höchstzahlen. Ich finde, wir sollten uns dringend mit unserer deutschen Vergangenheit und ihrer so oft zitierten Erinnerungskultur auseinandersetzen und die Verantwortung, die daraus entsteht, ernst nehmen. Ich möchte als letztes ein Zitat von einem jüdischen Freund von mir aus Israel mit euch teilen, das wir haben gestern auf Instagram noch hin und her geschrieben und er hat sowas Schönes gesagt, deswegen habe ich das jetzt zu dieser Rede hinzugefügt. Und zwar hat er mir geschrieben: All wars have serious moral dilemmas. If you ignore them or deny the humanity of civilians on either side, you are taking the easy route.